Das obere Navigationssystem, das läuft bereits. Das kann man natürlich auch so einstellen, dass sich mit der Zündung automatisch einschaltet und auch automatisch in den Navigationsmodus geht. Alles okay. Aber das untere, das schaltet sich auf Zündung ein. Ja, und jetzt kommt das erste Nervige. Zustimmen und jetzt Zieleingabe. Jetzt will ich Folgendes machen. Ich gebe in beide das gleiche Ziel ein, ist nicht weit. Die haben also nicht viel zu berechnen. Und Sie können sich das mal anschauen. Hier oben auch. Suche, letzte Ziele, Haus am See und Seeburger Straße. So, jetzt gebe ich hier oben ein und hier ein. Jetzt drücke ich bei beiden auf Los nacheinander. Ich habe keine Synchronfinger. Achtung, weiter und los. So, das obere ist fertig. Das untere fängt irgendwann an. Jetzt ist das untere fertig. Und jetzt fahren wir erstmal los und dann erzähle ich Ihnen ein bisschen was dazu. Also, bei dem Wetter spazieren fahren und das als Arbeit zu verkaufen, ist doch eine schöne Sache. Ja, ganz kurz zu den Geräten. Oben, da steht drauf Gold Bay oder Gold Bay oder was weiß ich, wie auch immer. 250 Metern biegen Sie links ab. Das ist das obere Gerät, die männliche Stimme. Das ist ein Gerät, welches unter 60 Euro kostet. Das kann man nicht nur, weil Gold Bay draufsteht, bei eBay kaufen, sondern auch bei vielen anderen Internetanbietern. Es gibt sehr viele baugleiche Geräte, funktionsgleich, baugleich. Und es gibt dennoch Unterschiede. Und das untere Gerät, das kann man oder konnte man vor 3 Jahren für 450 Euro oder 480 Euro kaufen von Garmin. Ist natürlich eine vollkommen andere Preisklasse. So, jetzt gucken wir mal, ist alles frei? Gut, dann fahren wir raus. Nach 2 Kilometern rechts abbiegen auf die Alleestraße. Gut, das ist jetzt das untere Gerät. Die nette Dame, die kündigt das immer sehr früh an, finde ich auch vollkommen in Ordnung. So, und das obere Gerät, Sie sehen schon am Display. Also das Display ist wesentlich dunkler. Es ist auch ein Touchscreen. Aber manchmal muss man da schon kräftig drauf touchen, damit da irgendwas ist. Es gibt auch einen Stift dazu. Man kann auch eine Stifteingabe verwenden. Aber das ist dann für ganz besondere Einstellungsgeschichten. Jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie die Navigation funktioniert. Da sehen wir im Grunde genommen keine großen Unterschiede. Beim oberen wird oben links ein großer, dicker Abbiegepfeil angezeigt. Beim unteren ein kleinerer. Bitte beachten Sie die Geschwindigkeitsbegrenzung. Da werde ich jetzt angepflaumt, dass ich zu schnell fahre. Das kann und macht das untere auch. Beim oberen, da ist es so, da kann ich einstellen. Eine Toleranzgrenze, wann er mich warnen soll bei Geschwindigkeitsbegrenzung, entweder absolut oder prozentual. Bitte beachten Sie die Geschwindigkeitsbegrenzung. Das untere ist sehr penetrant. Wenn ich 1 Kilometer zu schnell pro Stunde fahre, dann meckert er schon. So, und was sagt das untere? Rechts abbiegen auf die Alleestraße. Ja, es kündigt zwar sehr früh an, aber dann oft zu spät. Das hat mich auf Autobahnausfahrten und Ähnlichem oft gestört. Der obere macht das besser. 3,5 Kilometern links abbiegen auf die K1. Der sagt das vorher ganz klar und ganz eindeutig an. Und da kann ich mich drauf einstellen. Das heißt, ich werde immer wieder daran erinnert. Jetzt könnte man sagen, der obere ist ein bisschen geschwätzig. Das stimmt. Aber die Geschwätzigkeit kann man als Parameter einstellen. Kann man 3 Stufen einstellen, dass er entweder ganz wenig sagt oder so im mittleren Bereich oder er erzählt mir laufend, wo ich hinzufahren habe. Wenn ich allein bin, ist vielleicht ganz gut. So, jetzt haben wir natürlich grundsätzlich erstmal das Gleiche. Das obere hat das Betriebssystem Aygo, bekannt von vielen Billigprodukten. Das untere hat eins von Garmin. Das ist ein Betriebssystem, welches wohl ganz speziell von Garmin entwickelt worden ist. Das untere setzt auf Windows auf. Da habe ich dann so meine Probleme damit. Nicht, weil Windows darunter ist, sondern weil es mir oft genug passiert ist, dass es dann irgendwie wohl den Speicher zubackert, dann wird es langsam, dann zoomt es so bei Kreuzungszoom oder sowas.
und macht große Bilder ganz unscharf. Irgendwann werden die nachgebastelt, wenn ich schon längst über die Kreuzung drüber bin. Und nach ein paar Mal so, naja, ich möchte bald sterben, anzeigen, stürzt es dann auch ab, startet allerdings neu, setzt wieder vernünftig auf und läuft weiter. Nur es ist mir einige Male passiert, dass eben genau das in Situationen war in Frankreich, wo ich nicht wusste, wohin, habe ich mich dann verfahren, weil das Ding gerade wieder seine Kaffeepause machen wollte. Das sind nicht Dinge, die in den 3 Jahren einmal passiert sind, nicht 10-mal, sondern zwischen 50 und 100-mal. Also da gibt es Schwierigkeiten, die man nicht unbedingt Garmin anlassen muss, aber zumindest dem Betriebssystem, welches da drunter läuft. Beim oberen habe ich noch keinen einzigen Absturz erlebt. Gut, da fahre ich auch noch nicht so lange damit. Und das untere hat einige tausend Kilometer unter mir erdulden müssen. Das obere, das muss ich erst mal gucken, hier ist eine Stoppstraße, Punkte. Habe ich nicht mehr, will ich auch nicht mehr. Das untere, also wie gesagt, einige tausend, das obere erstmal ein paar hundert. Und das kann man noch nicht so direkt vergleichen. Also, Display vom oberen ist schlechter. Nach 1,5 Kilometern links abbiegen auf die K1. Das obere Display ist auch viel unempfindlicher. Manchmal muss man richtig drauf klopfen, ist also kein Touch, sondern ein Klopfscreen. In einigen Bereichen konnte ich auch gar nichts erreichen. Irgendwie waren da 800 Metern biegen Sie links ab. Ja, waren da wohl die Zuordnung zum Display nicht so richtig. Wenn ich mir jetzt grundsätzlich überlege, warum denn ein teures Gerät, wo ist denn der Unterschied? Im Grunde genommen, gut, das Display ist ein bisschen schlechter, okay, hat dafür so einen Sonnenschutzschirm da, auch Billigkram, muss man auch ja, am besten selbst festkleben. Links abbiegen auf die K1. Und ich verrate Ihnen gleich, wo der große Unterschied ist. Jetzt mache ich erstmal einen Fehler. Ich fahre geradeaus und wir gucken uns an, was beide Geräte machen, wie schnell sie das gemerkt haben und wie schnell sie eine Ersatzroute berechnet haben. Die nächste links. So und? Neu berechnen. Doch, das untere 450 Meter war einen Moment schneller. Das links obere abbiegen auf die L303. Hat mir neu berechnen gesagt und dann auch gleich die richtige Route bestimmt. Das untere hat am Moment schneller zumindest die Route auf dem Display gezeichnet gehabt. Aber beide machen es einfach problemlos und richtig. Die nächste links. Jetzt muss ich nochmal gucken. Jawohl, alles frei. So. Nach einem Kilometer links abbiegen auf die ich wollte Straße, Ihnen sagen, links halten. Ja, ist ja gut jetzt. Ich wollte Ihnen sagen, dass das obere kein Radiofunktion hat, keine Radiofunktion, weil das kann keine Verkehrsnachrichten empfangen. Jetzt können wir aber gerade mal einen Blick nach links tun. Das ist der Dreifelder Weiher, diese Westerwälder Seenplatte. Traumhafte Gegend hier. Das ist zwar jetzt erstmal Anfang April, aber Sie sehen schon, das ist die Gegend, wo ich lebe, die ich liebe, da wo andere Urlaub machen. Und es machen viele Urlaub hier. Jetzt wieder zurück. 300 Metern biegen Sie links ab. Zu dem Thema. Also, es kann keine Verkehrsnachrichten empfangen und dementsprechend die auch nicht bei Staus oder Sperrungen in die Routenplanung einberechnen. Das macht das untere natürlich selbstverständlich auch sehr gut, auch vorausschauend auf Verkehrs abbiegen auf die Kirchstraße, dann links halten. Auch Verkehrswarnungen werden frühzeitig wiedergegeben und angezeigt. Also da ist schon ein qualitativer Unterschied zu sehen. Aber wenn ich keine Fernstrecken fahre, wo ich mit Staus oder Ähnlichem rechnen muss, sondern nur in der Gegend hier rumkurve, muss ich ganz ehrlich sagen, ist der Unterschied vom Preis her eigentlich für mich unerträglich. Auf die K2. Es gibt noch etwas, und zwar hat das untere Gerät, um den Vergleich so einigermaßen ehrlich zu machen, auch noch eine Spracheingabe. Mit dem kann ich reden. Ich hatte das schon mal in der Fernsehsendung mit Geräten, die mit Spracheingabe zu bedienen sind. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Wenn ich aber meine Route vorher eingebe, bevor ich losfahre,
spielt es eigentlich keine Rolle mehr. Denn wichtige Funktionen kann ich auch beim unteren nicht per Sprache bedienen. Nach 1,5 Kilometern links abbiegen auf die Seeburger Straße. So, das sollte man sagen. Dieses untere 7 Zoll Gerät ohne Spracheingabe, weiß ich nicht, ob es das gibt, aber vergleichbar, gibt es natürlich auch kleinere 5 Zoll Geräte oder 4 Zoll, 4,5 Zoll Geräte mit Spracheingabe, die in der Größenordnung um 100 Euro liegen. Also das kann nicht so viel ausmachen. Kartenmaterial. Das untere hat eine lebenslange Betriebssystem- und Karten-Update-Funktion kostenlos, die im Kauf inbegriffen ist. Bei dem oberen bekommt man das auch, wobei lebenslang, weiß ich nicht, was meinen die damit? Lebenslang, so lange wie die Firma lebt, wo ich das gekauft habe, oder der Entwickler, oder das Gerät, oder ich, irgendwas. Das ist auf jeden Fall ein Schlagwort. Lebenslang hört sich immer gut an. Ist ganz, ganz lange. Und ich kann freies Kartenmaterial bei dem oberen Gerät aus dem Internet laden, von über 50 Ländern auf der Welt, hoch aufgelöst, und Sprachen etwa 20, die ich dann laden kann, wo die Dialoge dann in unterschiedlichen Sprachen eben sind. Das funktioniert nicht so hundertprozentig. Ich finde also im deutschen Sprachpaket einige Sachen, einige Einträge, die sind noch in Englisch oder in irgendeiner Sprache, die ich noch gar nicht entziffern konnte. Gut, aber ist noch nicht alle Tage Abend, also irgendwann wird das auch soweit sein. Sie erreichen Ihr Ziel in 200 Metern. Alles das erklärt nach 200 Metern Ankunft am Ziel auf der linken Seite nicht den Riesenpreisunterschied. Wie gesagt, die Verkehrsfunktion hat das obere Gerät nicht. Sie haben Ihren Zielort erreicht. So, und wir haben den Tusch gehört. Das ist, naja, fernöstliche Mentalität, muss man sagen. Denen gefällt das so. Wir sind am Ziel angekommen. Beide Systeme funktionieren einwandfrei. Ja, und jetzt können wir noch mal darüber sprechen, was hier an Sonderfunktionen drin ist. Schauen wir uns erstmal das obere Navigationssystem an. Da haben wir also hier oben Navigation, das hat man gerade. Das kann man, wie gesagt, einstellen auf Autostart, sobald der Zündung sieht. Dann Bluetooth, da kann ich E-Mails empfangen, Nachrichten, SMS wiedergeben, anzeigen lassen, Freisprecheinrichtung und so weiter. Dann haben wir hier das nächste Musik, da ist ein Music Player drin, dann Video Player drin, dann eine Bildergalerie, ich kann meine Urlaubsfotos reinladen, aber besser ist, man fährt dahin. Dann haben wir E-Book-Reader, das kann man ja aus der Halterung rausnehmen, ist ja ein Akku drin, und abends irgendwo im Zelt oder im Hotel lesen. Flash will ich sowieso nicht mehr. Spiele sind drin. Hier unten, da haben wir, das ist ein bisschen schlecht zu lesen, die Sonne scheint, Favoriten und ähnliches. Ich will mal sehen, dass wir hier mal auf die nächste Seite kommen. Es ist nicht nur eine Seite, jetzt habe ich aber hier erstmal irgendwelche Einstellungen. Ja, diese FM-Einstellungen, ich kann die Ausgabe hier von der Sprache per UKW auf mein Autoradio senden lassen. Auch diese Funktion ist eingebaut. Und dann gehen wir wieder zurück, manchmal sehr drückend. Weltzeituhr ist eingebaut, wissenschaftlicher Taschenrechner ist eingebaut. Ich weiß nicht, was man noch einbauen könnte, um es mal so zu sagen. Man kann also im Prinzip quasi alles damit machen. Jo, und das zu einem Preis von knapp 60 Euro. Ich muss noch dazu sagen, diese Geräte, die gibt es nicht nur von Goldplay. Da gibt es unterschiedliche Hersteller. Die Namen, die kann ich mir gar nicht alle merken. Und diese unterschiedlichen Hersteller haben im Grunde die gleiche Funktionalität. Großartige Unterschiede sind in der Version des Betriebssystems. Da gibt es welche, die haben größere Klötze da als Icons, die vielleicht während der Fahrt besser zu bedienen sind, obwohl man sollte es ja während der Fahrt gar nicht bedienen. Und dann gibt es welche ohne Bluetooth. Da sollte man darauf achten. Die sind zwar in der Regel nicht viel günstiger, aber sie haben eben keinen Bluetooth. Und das ist das, also nach den Daten aussuchen und gucken. Es gibt diese Geräte direkt aus China,
Aber viel besser ist es, Sie kaufen es in Deutschland bei irgendeiner Niederlassung einer chinesischen Firma. Erstens ist die Lieferzeit viel günstiger und Sie haben die Abwicklung, wenn was dran ist oder wenn Sie es zurückgeben wollen, weil es doch nicht gefällt, viel einfacher, als wenn Sie das dann wieder zurückschicken müssen. Und dann kommt das in 2 Monaten in China an und die sagen, das ist ja kaputt oder was. Also deswegen meine Empfehlung, nutzen Sie irgendeinen Händler, der es in Deutschland für Deutschland anbietet. Jo. Und zum unteren Gerät, es ist ein sehr gutes Gerät. Wenn es nicht so teuer wäre, dann würde ich es jedem blind empfehlen. Aber wenn ich hier rausgehe, ich habe hier auch einige Applikationen drauf, die ich da machen kann, auswählen kann, einige Einstellungen. Lange nicht so vielfältig wie die anderen Sachen, die alle auf dem oberen Gerät sind. Ich kann hier sehr präzise viele Dinge einstellen und genau einstellen. Was für mich besonders wichtig war, das große Display, dass ich mit dem Wohnmobil fahren kann, dass ich die Länge eingeben kann, die Breite eingeben kann, die Achslast eingeben kann, die Höhe eingeben kann, das zulässige Gesamtgewicht, was auf den Straßen sich fortbewegen darf. All das, dass ich da auch Warnung bekomme. Beide Geräte erfüllen das nahezu perfekt. Gut, wenn die Kartendaten nicht stimmen, können die Geräte nicht dafür. Aber es geht gut, einwandfrei, die Routen werden berechnet. Noch niemals hat mich ein Gerät in irgendeine Straße geführt, wo ich nicht hätte hineinfahren dürfen. Und das untere, das Garmin-Gerät, warnt mich sogar, wenn ich unterwegs bin und es stellt fest, Mensch, der fährt ja mit seiner 3,70 Meter hohen Schüssel da auf eine Brücke zu, die nur 3,50 Meter Höhe zulässt. Auch dann werde ich gewarnt, ohne dass eine aktive Route drin ist. Das sind gute Sachen. Wenn ich nicht viel fahre, wenn ich keine großen Fernstrecken oder sowas laufen fahre, wenn ich nicht vor Staus unbedingt gewarnt werden muss, höre ich natürlich auch im Radio, wenn ich Verkehrsfunk höre, dann ist das obere das ideale Gerät ohne großes Kostenrisiko. Wenn aber ich Berufskraftfahrer oder ähnliches bin oder als Rentner das ganze Jahr Urlaub mache und nur auf der Straße bin, muss ich mir überlegen, vielleicht was tiefer in die Tasche zu greifen. So, wir sollten den Beitrag hier an dieser Stelle beenden. Ich werde mal sehen, werde Ihnen zeigen, diese eine Funktion des unteren, die das obere nicht hat. Hallo Navi! Er ist in einem Menü, wo er nicht mit mir redet. Ich sag's nochmal. Hallo Navi. Sprechen Sie einen Befehl. Nach Hause. Nach Hause navigieren. So, er rechnet die Route aus. Jetzt geht's ab nach Hause.